Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fortnite Minigames zusammen mit The Beats. Hey, du hast mich angeschossen. Jetzt reicht's mir hier, Rocket, bam. Leute, die letzte Glücksrad-Challenge kam übelst heftig bei euch an. Ich glaube mit 250.000 oder sogar noch mehr Aufrufen hat das ganze Ding. Deswegen spielen wir das Ganze jetzt gegen The Beats auch nochmal. Die Experten und euch kennen natürlich die Regeln. Wir bauen jetzt erstmal ganz schnell ein kleines Podium mit 5 verschiedenen Häusern. In jedes Haus kommt eine Seltenheit. Das heißt, ihr seht hier schon in meinem Inventar, wir haben gewöhnlich, wir haben ungewöhnlich, wir haben selten, episch, legendär. Und dann müssen wir abwechselnd jeweils die Items in die Häuser verteilen. Und wenn man sich zum Beispiel für das Haus entscheidet, was legendär ist, darf man nur legendäre Items im Kampf benutzen. Best of 3 das Ganze. Let's go. Haus Nummer 1. Ah, du hast sogar schon. Okay, Dächer müssen wir noch machen. Haus Nummer 2. Haus Nummer 3. 4. Und wieso denn aus Holz? Ah, hat er automatisch gemacht, ich hab's nicht gecheckt. Ich glaube, bei Holz kann man durchgucken, ist nicht so. Ja, ne, ich habe alles doch aus Metall gebaut, nur ich hatte kein Metall mehr. So, okay, erledigt. Ich würde sagen, du beginnst, ich drop dir hier mal alle Waffen, die du brauchst. So, dann wünsche ich dir viel Glück, dass du... Also, was wünsche ich mir denn? Ich glaube, grün ist am besten und ich glaube, legendär ist am schlechtesten. Na, schauen wir mal. Ich habe alles einsortiert, mein Let's go! Okay. Ein Haus dürfen wir jetzt wählen. Guck von hier, ja, guck von hier, weil sonst siehst du vielleicht ein Schimmer. Nein. Ich nehme ganz rechts. Ich nehme ganz rechts. Oder doch nicht? Doch. Leute, ihr müsst dann seine Augen ablesen. Was verraten uns seine Augen? Absolut nichts, weil er einen Helm trägt. Wir nehmen rechts, Leute, wir bleiben dabei. Grau ist halt eigentlich kacke, aber natürlich häufig findet man easy. Ja, komm, nehmen wir. So, jetzt dreh dich mal um. Jetzt musst du deine Waffe jetzt nehmen. Jetzt machen wir das Ganze noch andersrum. Ich bin, ich wollte erstmal ganz rechts Gold hinpacken. Ja, Gold kann halt auch ein Jackpot. Na, wobei es schon echt selten. Da braucht man echt mega Glück. So, wir packen hier direkt mal das hin. So, hier nehmen wir so. Ich mache mir da keine großen Gedanken, Leute. Ich droppe hier einfach irgendwas. Zack, so, zack. Und du kannst. Ich baue dir sogar einen Weg zu den Häusern. Okay, bau mir den Weg zu dem blauen Haus. Nein, Spaß. So, hier kannst du direkt reinsliden. So, was mache ich? Ich nehme, glaube ich, einfach die goldene Mitte. Goldene Mitte, okay, let's go. Gold. Und doch nicht. Oh, unentschieden. Oh, achso, da kommt er da gar nicht hoch. Okay, das habe ich nicht bedacht. Dann machen wir das zu einer Aussichtsplattform hier. So. Ich nehme das hier und blau als ob. Ah, blau, ich weiß nicht. Oh nein, hier wäre grün gewesen. Ja, grün ist am besten. Okay, ab zu Tilted für Runde Nummer 1. Die erste Runde beginnt. Wir dürfen grau und The Beats blau. Okay, sehen wir. Bin gespannt. Ich bin halt ziemlich schnell ausgerüstet, hoffe ich mal. Also grau, ja. Aber da sehe ich halt direkt eine... Oh ja, da sehen wir doch was Graues. Das ist eine AR, die nehmen wir direkt mal mit. So, also ich darf nichts Blaues benutzen, sei es jetzt Tränke oder sonst was, nix. Doch, nur blau. Nichts, was nicht blau ist, meine ich. Ja, genau. Genau. So, also auch kein Lagerfeuer. Also goldenen Chuck darf ich jetzt trinken, ne? Also ich habe zum Beispiel 2 Lagerfeuer, die darf ich jetzt nicht benutzen. Okay. Oh, ich habe fast Schaden bekommen. Ich hätte mich gar nicht heilen können mit Grau. Es gibt ja nichts Graues zum Heilen. Materialien brauchen wir natürlich auch. Nicht vergessen, hier jede Menge Holz. So, ich brauche noch eine Shotgun. Und da gehe ich direkt mal auf... Jo, da habe ich direkt eine. Ja, mit Grau geht halt schnell. So, Granaten vielleicht noch oder so, aber... Jo, wo ist er denn, Leute? Oh, doch, Bandagen gibt's doch natürlich. Ja, jetzt habe ich echt Granaten. Und ich habe eine bessere AR noch. Ich weiß nicht, ob die besser ist. So, die Salve haut schon... Ach nee, das ist ja... Ah, das ist diese MP, Leute. Was sollen wir die nehmen? Ich weiß gar nicht, wie gut die ist. Die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Nee. Also, ich sag mal so, Ben. Ich habe gerade nichts in meinem Inventar. Ich bin full equipped. Aber es ist natürlich auch ein bisschen leichter mit Grau. Haha, ich habe was Blaues, aber das ist nur eine Autoscope, also die ist auch nicht so geil. Ein Grabbler, den würde ich ja so gerne nehmen. Aber, dürfen wir nicht. So, ich habe jetzt Holz, ich habe eine AR, ich habe Shotgun, MP. Let's go, Beats, wo bist du denn? Was hast denn du da gebaut? Oh, ich habe meine erste blaue Waffe, und zwar eine Scope da, ja. Geil. Hey, hast du die hinter mir aufgesammelt? Nee, ich habe die... Die steht einfach hinter mir, ey. Ich höre hier jemanden bauen. Ah. Willst du mit deiner Scope da eher Stress machen? Oh, du hast eine MP! Alter!
Damit hast du mich überrascht, du kleiner Fuchs, ey. Schade, schade. Hast du verheimlicht. Ründchen Nummer 2. Zacka. Wir beginnen direkt. So. Darf ich kommen? Nein, hey. Nein. Ich bin noch nicht mal ansatzweise fertig hier. Ja, wir können ja zusammen gucken. Was wünschst du dir denn? Fragen wir mal so. Was ist das Beste und was ist das Schlechteste? Also ich will diesmal, glaube ich, lila haben. Ich habe so viele Waffen gefunden. Ja. Okay, du kannst. Ja, ist schon riskant. Ich glaube, tatsächlich grau ist echt am besten. Ganz links. Wow, Alter. Lila. Was hast du? Jo, episch. Ja, aber jetzt freust du dich noch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Bla, 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 bla. Wir nehmen ganz links. Nee, Mitte. Nee, immer der erste Gedanke ist der beste, Leute. Ganz links. Zack. Episch gegen episch. Das wird interessant. Das wird interessant. Episch gegen episch. Runde. Hä, wieso bist du so tief? Ja. Gibt's da irgendeinen Trick, den ich nicht kenne? Ich bin einfach nach unten geflogen. Okay, episch gegen episch. So sehen wir irgendwas Episches hier direkt. Wir haben einen Loot Drop. Aber aus einem, können da Waffen rauskommen? Das sind einige Loot Drops. Oder? Oh nee, ich hab einen Double Barrel, Alter, in Gold. Das oh, zum Glück. Die Waffe wäre so OP gewesen. Okay, ein Jump Pad können wir benutzen. Nicht, dass es jetzt krass wäre, aber besser als nix. Ey, sobald ich eine epische Waffe habe, kannst du aber wissen, dass ich mal sofort zu dir sprinte. Ich glaube, du hast schon eine, du willst mich nur trollen. Oh, und Chuck, Chuck, das gibt's nicht. Ich habe übrigens schon diverse Farben hier entdeckt. Aber man kann sowieso nicht vertrauen. Ich vertraue dir sowieso nicht. Ich könnte dir echt sagen, dass du schon eine Waffe hast. Wir sollten auf jeden Fall Holz uns schnappen. Wir haben noch nicht so viel Holz. Ne? Wenn das mal so im echten Spiel gehen würde, haben wir 300 Holz. Zack, let's go. Ich habe jetzt jede Farbe gefunden, außer die, die ich brauche. Mensch, wenn ich dich jetzt sehe, muss ich ja mit der Spitzhacke attackieren. Das darfst du nicht. Ja, doch, die ist ja episch. Was haben wir hier? Grün? Nee, brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Oh nein, er hat eine Waffe. Hau ab! Hallo! Nein! Komm, spring da rein. Oh, da gibt's keine Waffe. Oh, oh, oh! Oh. Ja, ja! Nein! Wow! Als ob! Als ob er seinen Schlürfer reinhaut. Leute, das verlieren wir, Mann. Das ist ja so blöd gewesen. Oh, der... Was? Ich habe eine Wand gebaut. Der Schuss hat aber heftig gesessen, mein letzter. Ah, 1-1. So, lieber Ben, ich habe alles für dich eingeordnet. Jetzt bist du dran. Nee, Gold wäre... Ach nee, ich wollte da gar nicht rein. Ach gut, ich wurde nicht ausgelöst. ich nehme die goldene Mitte, wie der Name schon sagt. Okay. Oh, wieder episch. Nice. Eigentlich schlecht, eigentlich schlecht. Oh Mann, Leute, nicht, dass wir das jetzt verlieren, weil wir keine Waffe kriegen. Ah, okay, Leute. 1. 2. 3 würde ich sagen. Ah, er darf auf keinen Fall was Gutes kriegen. 4. Nee, wir machen anders. 4. Und 5. Jetzt habe ich es. Ich hab mir was dabei gedacht. Okay, du kannst. Oh, bitte Gold okay. Oder episch. Oder wenigstens selten. Aber auf keinen Fall grün oder grau. Das, oh, das wäre gar nicht geil. Ich nehme das hier. Nein, nein. Oh Gott, aber jetzt kann ich mich noch entscheiden. Ich glaube nämlich, du hast in die Mitte was Gutes gepackt, weil du dachtest, ich nehme die Mitte eh nicht. Grün! Nein! Oh, er hat grün, okay, grün gegen episch. Hui. So, jetzt müssen wir Ausschau halten nach epischen Waffen. Ja, ich hab da... Ich hab schon mal einen Grabbler. Ich hab einen Grabbler schon mal, da war was Episches. Wenn ich was Episches finde, darf ich es einfach mitnehmen, damit du es... Nein, ich hab 2 Grabbler. Na, besser als nix, da können wir zumindest fliehen, falls wir keine Waffe haben. Oh, eine blaue Pumpgun. Was soll ich denn damit? Okay, ich hab Minis. Komm, Schlürper zumindest mal. Ja, also zum Wegrennen habe ich schon mal genug. Aber damit kann ich leider niemanden töten. Oh nein, ich hab eine lila Waffe. Im Hotel. Ah, ein Schlürper, jawohl. Die muss ja dann im Hotel sein. Leute, sollen wir es riskieren und Hotel pushen? Aber vielleicht verarscht er uns und er hat eine Waffe. Oh, das gibt gar keine epische. Man kann dir nicht vertrauen. Nee, 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 nee. Wir gehen auf Nummer sicher, Leute.
Wo bist denn du, mein Freund? Ich habe einen dritten Grabbler, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ben. Bitte? Ah! Da bist du. Ich habe keine Waffe, hau ab. Okay, Leute, wir ziehen jetzt hier aber mal sowas von ab. Ciao. Hui. So, jetzt ab ins Hotel, Leute. Muss irgendwo eine Waffe sein. Der Typ hat ja einen Grabbler. So. Ich habe noch einen Grabbler. Wie viel Grabbler soll ich denn noch haben? Hey, es kann nicht sein, dass... Ich hab eine. Jawohl, du Sau. Komm her. Halt aber eine Shotgun, Leute. Muss man vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie viele Kisten ich geöffnet habe. Ich habe nicht mitgezählt. Aber es waren bestimmt... Ah, lass es mal 15 gewesen sein. Oh mein Gott. Aha, lecker. Ich habe da was Kleines gefunden, eine kleine Überraschung. Oh nein. Nice, Alter, jawohl. Der Grabbler hat mir echt das Leben gerettet, dass ich ja vor dir wegrennen konnte. Schmeckt dir das hier? Schmeckt dir die Scar, hä? Oh, das hat weh. Ja, da habe ich dich gut erwischt. Ja, vielleicht hätte ich doch nicht so übermotiviert pushen sollen. Nein, ich hab dich nicht kommen sehen. Yes, mein erster Sieg gegen Dr. Banks. Oh, GG. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, flankt auf jeden Fall mal den Like-Button. Plus, abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und ihr könnt jetzt dort auf das Video klicken, wenn ihr zur nächsten Episode kommen wollt. Und schaut auch gerne bei Beats vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Ciao.